Hallo und herzlich willkommen zu Vlog 34 und mein Thema heute ist Terror. Ja, Terror gibt es in vielen verschiedenen Arten. Ja, der 11. September ist schon vorbei. Ich habe das leider nicht zeitlich geschafft. Sonst hätte ich dazu passend ein Vlog gemacht, aber ja, die Mutter hat so viel Stress um die Ohren, deswegen ging das nicht. Ja, Terror. Terror ist viel, würde ich mal sagen. Also jetzt hinsichtlich des 11. September würde ich mal eiskalt sagen, haben die das nicht selbst gemacht? Ich kann mir jetzt zwar denken, dass die Leute so, also ihr jetzt, unten dann hinschreibt, was bist du denn für einer? Warum sagst du sowas? Unten in der Beschreibung habe ich, ich hoffe, der Link funktioniert noch, von einer Band, die heißt Die Bandbreite, einen Song. Ja, der Song würde, sagt mal so kurz, alles eigentlich. Dass das mit dem 11. September vielleicht doch eine falsche Lüge ist, oder besser gesagt, die falsche Wahrheit gezeigt wird. Ob die USA das selber gemacht hat und, oder besser gesagt, dass es ein False Flag, also unter falscher Flagge gemacht wird. Dass man, ja, halt anderen die Schuld gibt, obwohl man das selbst so gemacht hat. Die Wahrheit werden wir wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht rauskriegen. Aber ich bin noch der Überzeugung, dass das irgendwie nicht so richtig ist. Also das, was die Amerikaner jetzt machen. Obwohl, oh, gehen wir mal lieber zu einem anderen Thema, sonst werde ich hier noch ne, verprügelt und dann ist nicht so. So. Ja, Terror gibt es natürlich auch in anderen Sachen, wie zum Beispiel den Telefonterror. Die ganze Zeit angerufen und immer wieder mit irgendwelchen Belästigungen und sonst was. Ja, sowas habe ich auch schon mal hinter mir gehabt. Damals war ich 13 oder so, da wurde ich von irgend so einem komischen Mädchen angerufen. Das war insgesamt 4 Tage in Folge. Ja. Seitdem hat sich dieses Mädchen nie wieder gemeldet. Ich weiß nicht, wer sie ist und was auch immer. Die wird sich bestimmt auch nie wieder melden. Da habe ich mal Glück gehabt, ne? Aber andere trifft das natürlich viel bitterer. Die werden dann Tage, Wochen, Monate so terrorisiert. Wie kann man sich dagegen schützen? Naja, man könnte die Nummer wechseln. Das ist umständlich, aber ginge. Oder halt der Polizei Bescheid sagen. Das klingt schon extrem simpel, dass es schon wiederum doof ist. Aber na, was, also sonst kann man eigentlich den Telefonterror, ja, Telefon abstöpseln ging auch noch, aber da ist man halt nicht für andere erreichbar, also das ist, ne, je nachdem. Dann gibt es natürlich auch noch anderen Terror. Zickenterror kenne ich natürlich auch noch. Ja, die Jungs da, also oftmals so im Alter, so zwischen, würde ich mal sagen, 12 und 17 sind noch in der Hinsicht so Zickenterror und oh, die Mädchen zoffen sich wieder und oh, nächstes Thema einfach. Ja, Terroranschläge, klar, das hatte man jetzt eigentlich erwartet, so in diesem Vlog. Terror. Terroranschläge, natürlich sind die ganz schlimm. Wobei jetzt vor kurzem bei uns hier in Hamburg, in der Europapassage, ja, würde ich mal sagen, jemand dort angerufen hat und gesagt hat, dass da eine Bombe liegt und die gezündet werden könnte in den nächsten 2 Stunden. Im Nachhinein wurde alles evakuiert, also nach diesem Anruf, und wurde damals dort gesagt, also damals ist war am Montag. Ja, vorgestern. Und ja, alles evakuiert. Und ja, ein Abschluss war da doch nichts. Aber die Leute haben, die dort arbeiten, haben durchgesagt, oder derjenige, der da eigentlich für verantwortlich ist, hat durchgesagt, wegen einem technischen Defekt müssten alle Läden geräumt werden. Also, so eine Lüge als jetzt Verschonung des Ganzen zu machen, ist irgendwie schlimm. Weil wenn man dann mal überlegt, so andersrum überlegt,
mit den Bahnen zum Beispiel, wenn man dann sagt, Signalstörung, Polizeieinsatz oder sonst was, könnte man jetzt auch denken, dass das irgendwie so jemand vor die Bahn gesprungen ist oder irgendwie Bombe da liegt oder Gleise oder sonst was passiert ist. Also, na, es ist schlimm, ist das. Ja, also, dann gibt es natürlich auch diese internationalen, würde ich mal sagen, Terrorangriffe. Und den ich mich jetzt so spontan dran erinnern kann, war das Zugunglück in Madrid. Das ist schon ein bisschen länger her. Bloß, so welche Sachen, wo auf jeden Fall man weiß, dass es eindeutig gegen die Bevölkerung geht. Ja, das ist, würde ich mal sagen, wirklich schlimm. Also, da, na, die Menschen leben und alles und ja. Aber bei der USA, wenn ich jetzt ehrlich bin, wieder zurück zum Anfangsthema, würde ich mal sagen, mittlerweile bei der USA kann man nicht wirklich glauben mehr, was wirklich echt ist und was nicht. Na, wie am Anfang gesagt und das Lied. Na, das sind alles diese, beinhaltet eigentlich alles, was ich jetzt denke, meine, fühle in der Hinsicht. Ja. Was kann man noch zu Terror sagen? Man kann viel sagen. Man kann Terror in Familien haben, dass dort geschlagen wird und misshandelt und sonst was. Also, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt mir eine Nachricht. Also ein Kommentar unten ist nicht so passend. Ich würde sagen, lieber eine Nachricht schreiben. Dann überlege ich mir das und vielleicht mache ich darüber auch ein Vlog. Das war's erstmal für den Moment. Ich wollte mich einfach mal zurückmelden mit diesem Thema. Terror und es ist kein glückliches Thema und ich hoffe, dass es jetzt demnächst keine Anschläge gibt oder sonst irgendwie in irgendeiner Hinsicht. Und dann sage ich, macht's gut, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also bis dann.